Nächstes smartes Werkzeug ist ein echter Kracher. Zack. Überall, wo du der Meinung bist, das schafft's nicht, macht's der auf jeden Fall. Dann musst du Ivan im Ärmel haben und dann geht's durch das Holz durch. Irgendwann wirst du es brauchen, dann bist du happy, dass du es hast. Heute zeigen wir euch wieder 10 smarte Werkzeuge aus unserer Reihe Smarte Werkzeuge. Und damit willkommen zu den Baufrohm 24 Werkzeug News. Und an meiner Seite wieder der begehrenswerte, beneidenswerte Malermeister AD Dominik. Nee, Dominik, ne? Nein, Dominik. Okay, hätten wir das auch geklärt. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an mit dem Thema Zangen. Denn ihr habt ja neulich unser Special gesehen, unseren Expert-Talk mit Kniepex. Und da muss ich nochmal ein ganz herzliches Danke sagen an die Kollegen von Kniepex, aber auch an euch. Denn die Kommentare waren wirklich einzigartig und der Expert-Talk ging 2 Stunden 40 oder so? Ja, 2:38. Also Spielfilmlänge mit Pause für den Eisverkäufer, der dann ins Kino kommt. Und da haben wir auch wieder einige smarte Werkzeuge tatsächlich gesehen. So manche Zange hat eben auch so ein paar Kniffe in sich, so ein bisschen Knopfhoff, was man nicht denkt. Und da dachten wir, wir machen nochmal kurzen Blick auf die Zangen. Nämlich beispielsweise dieses schöne Exemplar, das hatte ich auf der Eisenbahnmesse gefunden, direkt dann auch nochmal bestellt. Man fragt sich, was ist es? Also sie sieht auf jeden Fall relativ einzigartig aus. Ja, also mein Sohn sagt, sie sieht aus wie eine Rakete, wenn er sie hinstellt. Achso, nur mit Raketen-Warp-Antrieb. Ja. Aber die Frage ist, was kann es? Ja, sie kann halt sehr tief greifen durch das Doppelgelenk und sie ist schmal dabei. Also eigentlich vom Grunde ist ja eine Spitzzange, aber ich hatte euch das ja auch in dem Messevideo schon gezeigt, das verlinke ich auch nochmal oben. Da hatten die so einen Versuchsaufbau gemacht, wo sie so ein Röhrchen hatten und unten war irgendwie was weggefallen ist. In der Praxis kommt das häufiger vor, gerade im Kfz-Bereich, dass dir mal irgendwas in einen Bauraum fällt, wo du nicht so gut rankommst. Damit kommst du eigentlich sehr gut zwischen. Ist es für dich eher so eine Zange, wo man was raustüdelt, was einem weggefallen ist oder auch was fixiert? Vielleicht sogar eine Mutter fixieren irgendwo? Eine Mutter vorne einklemmen in einen Bauraum. Wo du dann mit einer Verlängerung auch irgendwo... Genau, wo man nicht so einfach hinkommt, wo die Finger nicht schmal genug sind, da rettet die einem schon mal den Hintern. Ja, da ist natürlich auch direkt so ein bisschen deine Erfahrung. Früher warst du ja mal Gefäßchirurg. Ja. Da hast du das ja auch genutzt, ne? Diese Fingerfertigkeit. Oder in meinem Beruf, damit hätte man auch durch den Briefkastenschlitz tapezieren können. Hä? Ja, und dann haben wir noch 2 Exemplare, nämlich Kombizangen. Die sehen aber relativ üppig aus, sind die größten Kombizangen aus dem Kniepex-Programm. Und eine Kraftkombizange, weil habt ihr ja in dem Video dann auch jetzt gelernt, wenn das Gelenk näher hier an dem Zangenmaul ist, dann ist mir Ivan im Ärmel. So, und die fanden wir aber auch cool, weil das ist die Lineman Pliers und die hat schon einen Coolness-Faktor, weil hier auf Englisch dieses Safety Warning steht, nämlich Always Wear Approved Eye Protection. So, auch hier Ivan im Ärmel, Gelenk sitzt hier, aber was ist smart? Smart ist, dass hier hinten in die Backen einfach nur eine Riffelung haben, womit man den Draht ziehen kann. Also, da kannst du richtig Ivan in den Ärmel geben, den man den Draht hier einspannt, mit beiden Händen kräftig ziehen kann. Und dadurch kannst du halt Zäune spannen, Seile. Also Lineman ist ja für Leitungsbau oder Oberleitungsbau. In Amerika ist ja auch sehr, sehr viel Oberleitung am Start. Siehst ja auch, in vielen Ortschaften haben die überall noch Oberleitung. Das haben wir ja hier nicht. Aber wenn du jetzt hier, was weiß ich, vielleicht Zaunbauer bist und machst hier deine Schafwiese, zäunst du ein. Und es ist immer noch eine Kombizange, ne? Mehr oder weniger, nur hier oben ist es halt, die Rundung haben wir hier nicht. Ja, und wir haben dann 2 Komponentengriff. Schöne Zange, ist natürlich wie immer alles verlinkt. Noch ein smartes Werkzeug, ein Milwaukee Drehschlagschrauber. Aber nicht unbedingt der Drehschlagschrauber an sich. Wobei, das ist natürlich schon ein fettes Teil. Ne? Kannst du also auch als Nasenring Anhängsel. Au! Und du hast keinen Nasenring. Einen Nasenring habe ich noch nicht. Aber vielleicht durch einen Tunnel, oder? Da wird noch was gehen. Oh nein, besser nicht. Was wir hier haben, ist eine Sechskantaufnahme mit so einem Quick-Lock. Und die Frage ist jetzt, was macht es? Und deswegen haben wir hier so ein paar Forstnerbohrer aufgetischt und Schlangenbohrer dazu. Denn wir hatten euch das Thema schon mal, meine ich, live gezeigt. Erstmal haben die Bohrer eine Sechskantaufnahme. Damit sind sie hier der perfekte Sparringspartner für
dieses Gerät. Normalerweise würdest du ja vielleicht nicht darauf kommen, einen Drehschlagschrauber jetzt hier Forstnerbohrer reinzuwämsen. Das ist ja immer so eine Sache, da brauchst du einen starken Akkuschrauber, gerade hier bei den Durchmessern. Und Zweithandgriff, und dann muss der Ivan im Ärmel haben und dann geht es durch das Holz durch. Zeigen wir euch gerade mal, wie einfach das ist mit so einer Technik dann. Muss drauf kommen. Aber letztendlich ist ja das Thema, dass ein Drehschlagschrauber das Momentum aus der Maschine selber gibt, ohne dass du jetzt hier großes Momentum zum Gegenhalten benötigst. Deswegen hat er ja auch keinen Zweithandgriff. Ne? So ein bisschen wie beim Bohrhammer, wo du ja auch nicht die Energie selber aufbringen musst, im Gegensatz zur Schlagbohrmaschine. Ne? Muss man auch mal auseinanderhalten. Es ist ja theoretisch ein Drehschlagschrauber, nicht ein Schlagschrauber oder eine Schlagbohrmaschine. Mhm. Aber wenn wir Schlagschrauber sagen, weiß natürlich jeder, was gemeint ist. Aber die Forstnerbohrer selber sind auch ein bisschen smart, all dieweil du kannst die Klinge hier wunderschön wechseln. Das heißt, wenn die auf der Baustelle mal stumpf sind, kaufst du nicht neun, sondern hast hier nochmal ein Set dabei. Da sind nochmal Ersatzklingen drin. Genau. Hier ist eine Madenschraube, damit kann man den wechseln und den gleichzeitig wechseln. Und es sind Forstner mit Gewinde. Bei diesen Gewindefrostner-Bohrern merkst du ja auch, wenn die einmal packen, dann sind die gnadenlos. In dem Set hast du noch eine Verlängerung und dann haben die Kollegen von Milwaukee sich gedacht, wenn wir schon mit Sechskant was machen, bringen wir noch Schlangenbohrer raus mit Sechskant. Auch das haben wir euch schon mal gezeigt und zeigen wir auch gerade nochmal. Die Dinger gehen durch wie Butter, aber es ist auch ein bisschen Tumult, ne? Ja. Akustik ist dabei. Deswegen, auch bei Verschraubung gibt es ja auch Leute, die arbeiten gerne mit Drehschlagschraubern im Holzbau. Ihr müsst nur eben aufpassen, Drehschlagschrauber, wenn die Schraube zu lang ist, dann ist die Schraube wie eine Torsionsfeder. Das heißt, die Kräfte werden im Prinzip mehr oder weniger eliminiert. Das geht nicht besonders gut. 600er Schraube oder sowas kannst du vergessen. Aber so gerade kleinere, super, sehr angenehm. Nur es macht eben ein bisschen Krach. So, smartes Werkzeug Nummer 3 in unserer Folge von 10 smarten Werkzeugen. Das sieht ja relativ einfach aus, nicht besonders aufregend. Und man könnte natürlich jetzt auch denken, ist ein Reklamationsfall, weil Schraubendreher müde, ne? Schraubendreher krumm. Aber das sind Hebeleisen. Also gerade im Kfz-Bereich sind die Dinger Gold wert, weil man damit ganz gerne Achsschenkel in ihre Richtung drücken kann. Da, wo man nicht hinkommt, ein Getriebe zum Motor drücken, eine Kupplung oder. Also gerade im Kfz-Bereich wird das immer ganz gerne wieder in Einlenken benutzt. Ich habe es auch beim Motorrad benutzt. Wenn du zum Beispiel den Anlenker hier vorne vom Federbein, wenn du da mal ein bisschen hochdrücken musst. Ach so, ja. Oder bei der Sitzbank tatsächlich hatte ich auch das Problem, dass die sehr auf Spannung war mit dem neuen Tank. Und dann musst du einfach ein bisschen hebeln, von hinten. Aber natürlich okay. Nicht mit sowas, sondern dann machst du das etwas mit sowas. Deswegen ist es so ein Set. Kannst du natürlich auch mit dem Schraubendreher machen, allerdings haben die den Vorteil hier, dass die wirklich hier abgewinkelt sind. Ne? Genau. Sind entsprechend Spezialwerkzeuge, gibt es als Set. Ich glaube, ich habe auch nicht so viel bezahlt, um die 20 Euro kann das? Ja, Mitte der 20er liegen die immer. Ja. Von daher ein relativ einfach, unscheinbares, aber ein smartes Werkzeug. Und gerade so hier für 20, 25 Euro kannst du dir eine Schublade legen. Ne? Brauchst du irgendwann, wirst du es brauchen, dann bist du happy, dass du es hast. Und gerade Thema hier Schraubendreher, ja klar könnte ich, aber find mal den Schraubendreher, der auch diese Länge hat. Ja, also hier sind wir bei 470 mm. So, nächstes smarte Werkzeug hier in der illustren Runde ist dieser Milwaukee, würdest du sagen, eine Ratsche, eine Akkuratsche, 12 Volt. Nicht ganz, denn Akkuratschen haben wir euch auch schon mal gezeigt, die gibt es ja auch für Milwaukee, sollen eigentlich so ein bisschen die Druckluftwerkzeuge ersetzen. Und das sieht man auch daran, dass die Auslösemechanik hier, der Trigger, auch wie bei Druckluftwerkzeugen ist. Es gibt die in verschiedenen Ausführungen, die Ratschen hier zum Beispiel Viertelzoll, dann mit etwas längerem Hals, die gibt es auch kurz. Also da hat Milwaukee allein im M12-Bereich ja, relativ viele Modelle, finde ich super. Aber es ist so eine Ratsche, wo du jetzt nicht, wer weiß, wie Drehmoment aufbringst. Also ich müsste jetzt nachgucken, aber ich meine so um die 30, 40 Newtonmeter. 30, 32 Newtonmeter meine ich. Ja, es ist auch so ähnlich wie eine herkömmliche Ratsche mit der Umschaltung, mit der Drehrichtung. Ja, du kannst eben die Schrauben auch so im Kfz erstmal schön
anziehen, du weißt, da kommt jetzt nicht das maximale Drehmoment, da musst du natürlich auch eventuell aufpassen, dass du nicht anballerst, wenn jetzt meinetwegen 15 drauf gehen muss. Ja. Aber es ist kein Strehschlagwerk hier verbaut. Ähnliches gibt es auch hier von den Kollegen von Parkside, da habe ich mir neulich mal gekauft, weil die auch so verdammt billig war. Also ich weiß nicht, ob preiswert, wir werden das auch demnächst nochmal testen. Aber das Gerät, weiß nicht, 30 Euro oder sowas? Um die 40 Euro. Ja, hat auch dann diese Auslösemechanik. Aber dann kam Milwaukee vor einiger Zeit mit dieser Version und das habe ich im ersten Moment gar nicht gecheckt. Ich dachte, das ist wieder irgendwie eine Ratsche, die hat dann mehr Power. Aber es ist im Prinzip keine Ratsche, sondern ein Drehschlagschraube, aber mit Winkelfunktion. Hat auch Lösemoment, glaube ich, so um die 300. Und damit ist es im Prinzip vergleichbar mit dem M12 Drehschlagschrauber, den wir euch mal bei dem Reifenwechsel-Special gezeigt haben. Das verlinken wir auch gerade nochmal oben. Das ist nämlich auch eine interessante Geschichte, wo wir demnächst wieder mal was zu machen, weil ist ja demnächst wieder Saison, wo die Räder gewechselt werden. So, aber für einen Reifenwechsel oder Räderwechsel würdest du den eher nicht nehmen. Wir haben ja auch eine 3/8 Aufnahme. Bedienung ist ähnlich. Auch hier diese Vorwahl für die verschiedenen Leistungsstufen, auch wie bei dem herkömmlichen Gerät. Aber das ist schon... Der ist sehr robust. Massiv, ne? Da könntest du auch wirklich als Hammer... Aber das will man nicht. Auch hier sehen wir es im Kfz-Bereich. Kfz, Motorradbereich. Ja, gerade Getriebe, zum Beispiel im Auto, da hast du meistens nicht den Bauraum, da hast du einen großen Schlagschrauber. Da ist der natürlich sehr smart, nimmst du kurze Nuss, kannst du die Getriebeschrauben lösen, um die Kupplung zum Beispiel zu wechseln. Da sehe ich ganz große Vorteile für das Gerät. Kleiner Wermutstropfen, es gibt ihn nur in 3 Achtel Zoll. Wenn du Halb Zoll hast, musst du adaptieren. Ansonsten von uns eine smarte Werkzeugempfehlung und preislich liegen wir da so derzeit solo bei 175 Euro. Ja, also finde ich gerechtfertigt. Smartes Werkzeug Nummer 5 in dieser Folge und zwar ist das hier eine Pucksäge. Jetzt denkt man sich natürlich, eine Pucksäge ist ja auch relativ, ja, nicht der heiße Shit. Aber tatsächlich war ich neulich am Wohnwagen unterwegs und habe da weitergemacht mit der Tankverschlauchung. Sind wir da gerade dabei, Sensoren da zu installieren. Das ist demnächst auch nochmal ein Thema. Ich musste dann so eine Verschlauchung einfach kürzen. Ich hatte auch keinen großen Seitenständer oder so. Was wünscht man sich? Einfach eine kleine Pucksäge. Hatte ich aber nicht dabei. Ich hatte nur so eine Werkzeugrolle irgendwie. Da hätte die jetzt eine Pucksäge, so eine, oder auch hier diese Sägen. Ja, hat man ja als Elektriker auch gerne dabei. Aber es nimmt relativ viel Platz weg. So, und eine Pucksäge ist ja jetzt auch ähnlich. Aber bei dieser ist jetzt wirklich eigentlich auch bekannt, du kannst einfach den Griff hier andersrum machen. So, und entsprechend haben wir jetzt hier ein sehr kompaktes Packmaß. Und es ist auch made in Germany. So, und theoretisch könntest du sogar jetzt, wenn du eine ganz abgefahrene Situation hast, den Griff auch anders montieren. Ne? Das bekannte Überkopfsägen. Ja. Aber ja, relativ einfach, kostet so, weiß ich, was habe ich bezahlt, 12, 13 Euro meine ich, müsste aktuell gucken. Und dann gibt es natürlich auch noch Sägeblätter für Holz, für Metall und hier die Universalsägeblätter. Die würde ich mir dann immer in den Werkzeugkoffer noch reinlegen, weil damit kriegst du ja auch wirklich nochmal eine Gewindestange oder einen kleinen Aluwinkel oder so, kannst du damit alles sägen. Ne? Und besser haben als brauchen. Und es gibt noch einen kleinen Kniff, wenn du dann das Sägeblatt mal wechseln willst, du kannst es auch ohne Werkzeug machen, indem du den Bügel hier spannst und dann kannst du das Sägeblatt quasi einklinken oder halt rausnehmen. Und das Ding frisst nicht viel Brot im Koffer und von daher ist es tatsächlich ein unterschätztes, aber dennoch smartes Werkzeug. So, jetzt noch ein smartes Werkzeug, was wir schon etwas länger bei uns in der Werkstatt haben, aber zwischendurch auch immer mal wieder ausprobiert haben. Es heißt Mosher. Die Frage ist, was kann es? Erstmal, für mich sieht es aus wie diese kleinen Dinger, die im Restaurant mittlerweile so auf dem Tisch liegen, wenn du aufgerufen wirst. Ach so, wenn du bestellt hast und dann musst du es so vibrieren und dann kannst du es abholen. Genau. Pizza für Jonas Wagner. Wir haben uns redlich bemüht, aber es hat nicht angefangen zu vibrieren. Es blinkt allerdings mal ein bisschen. Ja, und was macht es? Mosher ist ja im Prinzip auch so ein bisschen so ein Kunstwort von Measure, von Messen. Also man kann hier mit vermessen und dazu gibt es hier noch so ein Stativ. Oben kommt das Handy drauf, hier unten kommt dann der Kollege an seinen Arbeitsplatz. Ja, damit kannst du wunderschön dein Grundstück vermessen, deine Werkstatt vermessen, deine Wohnung vermessen, deine Garage vermessen, alles was du möchtest. Und man muss jetzt mal den Unterschied machen, womit vermisst du normalerweise? Da hast du irgendwo
wenn es Oldschool machst, ein Nivelliergerät oder du hast einen GPS-Rover, du hast also wirklich Technik, die nicht für 3,50 Euro zu haben ist. Eventuell brauchst du noch eine Totalstation, du brauchst eventuell auch noch mal einen Assistenten. Da habe ich euch ja auch von der Bauma ein Video mal mitgebracht, verlinken wir noch mal gerade oben, wenn es euch interessiert, was da heute geht. Ziemlich abgefahren, aber das fand ich abgefahren, weil es 500 Euro kostet. Es kostet 500 Euro, man muss dazu sagen, der Stock ist da noch nicht dabei. Der kostet noch mal extra, ich meine um die 100 Euro. Aber kannst du es ohne verwenden? Kannst du auch ohne verwenden. Ich muss aber sagen, mit macht es wirklich viel mehr Sinn. Okay, aber wie machst du es? Also, ich spanne mein Handy oben rein, dann kann ich damit wirklich immer dahin gehen, wo ich brauche, bis in die Ecke, wirklich mit der Spitze, setze kurz ab. Geht dann weiter. Und das Schöne und wirklich smart ist, er zeigt mir auf meinem Handy, welche Linie ich abgefahren bin. Neigung zeigt er mir an und ich kann dann auch auf dem Handy schließen und damit habe ich dann die Quadratmeter oder sogar Kubikmeter ausgerechnet. Auch Flächenprofile, ne? Ja, genau, auch Flächenprofile. Beispielsweise, wir haben das am Garten gemacht, wir haben das auch hier auf dem Firmenhof gemacht und da waren wir ein bisschen platt, wie genau das ist. Wir waren allerdings auch skeptisch, wie macht er diese Genauigkeit. Und offensichtlich nutzt er GPS und Trägheitssensorik und irgendwelche Algorithmen. Du sollst zum Beispiel jetzt auch darauf aufpassen, wenn du jetzt diese Schritte machst oder diese Steps, dass du das Ding nicht mit Gewalt irgendwo drauf ballerst. Genau. Der hat ja auch hier nochmal so eine Dämpfung extra. Und ganz interessant, der zeigt dir ein Zeitfenster an, in dem du den nächsten Messpunkt genau, machst. Genau, du hast immer 6 Sekunden Zeit, dann musst du absetzen, dann hat er so eine Skala, so einen Balken, den er abläuft und dann kannst du weitergehen. Kannst zwischendurch aber auch Pause machen, indem du den Stock einfach stehen lässt oder da stehen bleibst, weil dein Handy klingelt und also, danach kannst du weitermachen. Ich habe mit den Kollegen von Moja mal gesprochen, weil ich das irgendwo gesehen habe und dachte, willst du mal irgendwie dir anschauen, wie das funktionieren soll? Das klang für mich jetzt eher wie irgendwie was irgendwie Blödsinn ist. Aber wir haben es tatsächlich probiert und die haben dann mir auch nochmal erklärt, dass sie das jetzt nicht als Ersatz für einen richtigen GPS-Rover mit Laser und was weiß ich im Millimeterbereich sehen, sondern die sagen, hier kommt es vielleicht auf einen Zentimeter mal an oder vielleicht auch 2 oder 3, aber beispielsweise du bist ein Gardabauer oder machst Landschaftspflege und sollst irgendwie mal ein Aufmaß machen für eine Parkanlage oder irgendwas, wo du eben sagst, okay, ich muss mal eben abschätzen, wie viel Quadratmeter Rasen muss ich denn mähen oder sowas. Oder wie viel Meter Zaun. Und ja, du kannst halt das dann einfach eben ein Aufmaß machen und dann kriegst du wirklich ein Geländeprofil. Richtig. Also mit Steigung, mit Gefälle. Genau, das zeigt er mir auch an. Und das hat hier tatsächlich relativ genau funktioniert. Langzeiterfahrung haben wir damit noch nicht, aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der sich so ein Ding besorgt hat. Wenn du es brauchen kannst, finde ich es krass, was es kann. Ja, das auf jeden Fall. Dann smartes Werkzeug Nummer 7, ein Quickback-Cuttermesser. Das Cuttermesser an sich ist smart, weil du eben mal so rausschieben kannst, um jetzt Pappe zu zerschneiden oder irgendwas. Und dann geht es von selber zurück. Ich habe ein paar Rückmeldungen von euch bekommen, dass ihr dankbar wart über diesen Tipp und das nicht kanntet. Und wir haben mittlerweile auch in jeder Ecke eins von diesen. Warum? Weil du immer irgendwo mal was hast, wo du was zerschneiden musst, Pappe und so weiter. Und dann sagte mir aber ein Zuschauer, Achtung, probiert mal diese Klingen von Olfa aus. Ich habe von Autofilierern schon gehört, die sagen, diese Olfa-Klingen sind die besten, wenn sie da ihre Beschnitte machen und so weiter. Diese Klingen sind aber nochmal smart. Die heißen nämlich Speedblade. Die gehen durch Karton wie Butter. Und die sind tatsächlich beschichtet. Olfa sagt mit so einer Flurbeschichtung. So im direkten Vergleich merkst du jetzt gar nicht großartig irgendwie einen Unterschied, aber wir haben es probiert, damit Pappe zu schneiden. Und du hast es ja so, du gehst mit dem Cuttermesser, also wenn es halt auch etwas länger ist, gehst du durch die Pappe und du merkst halt diesen Widerstand. Und wenn du hier mit schneidest, merkst du, das gleitet. Also das ist echt so gefühlt, würde ich sagen, die Hälfte einfacher. Ja, und gerade bei der dicken Pappe, nicht so ein Amazon-Karton. Ich denke mal, ja, es ist halt so eine Gleitbeschichtung, ähnlich vielleicht wie so eine Teflonpfanne oder so. Kosten auch ein paar Euro, aber wenn du jetzt wirklich so ein Kartonzerschneider vom Herrn bist, der dann wirklich damit richtig Meter machen muss, ja, dann bist du dankbar dafür, weil du am Ende des Tages die Hälfte der Zeit gespart hast. Ja, also wenn es für euch eine Frage kommt, gönnt euch die Dinger mal, sind ja auch verlinkt.
und entscheide für euch, ob es Sinn macht. Für mich wäre es vielleicht jetzt so nice to have, weil wir jetzt, ja, wir kriegen zwar jeden Tag eigentlich Pakete, aber wir sind jetzt nicht im Lager, wo wir die ganze Zeit da zerschneiden. Ja, ja, und wofür hast du das hier nochmal hingebracht? Das ist nur nochmal das von Tajima, das kleine. Das nutzt man auch ganz gerne. Gibt es leider die Speedblade, klingen noch nicht für. Aber danke nochmal für den Tipp von euch. Und wenn ihr übrigens smarte Werkzeuge findet oder so, schreibt mir auf Insta. Bin ich immer sehr dankbar für. Nächstes smartes Werkzeug, der GFA12H von Bosch. Der SDS-Bohrhammer-Aufsatz für das FlexiClick-System. Hier als einzelnes Gerät, als einzelner Aufsatz und hier als komplettes System mit dem GSR12V35. Und wahrscheinlich habt ihr das Ganze schon öfter bei uns gesehen. Denn wir hatten ja das ursprünglich mal vorgestellt. Da gab es ein bisschen Performance-Probleme, Einbrüche. Alter, was ist das denn? Hat abgeschaltet. Es gab dann die Feuchtsteinverschwörung und wir hatten kürzlich noch mal ein Riesenvideo gemacht, über 1,5 Stunden lang. Wir wollten es natürlich auch extra seriös machen, haben dafür sogar unsere weißen Kittel rausgeholt. Unser Fazit nach der zweiten Folge war, von der Performance nicht vergleichbar mit einem regulären Bohrhammer. Bosch sagt, es ist für den gelegentlichen Einsatz für ein paar Löcher mal irgendein Bohren, wie zum Beispiel, was weiß ich, Küchenbauer, Kabelkanal mal 5 Löcher. Dafür ist es gedacht, dafür soll es gut sein. Da muss sich dann jeder auch selber seine Meinung bilden, ob es für seinen Anwendungszweck reicht oder nicht. In den Kommentaren des Videos habe ich auch nochmal geschrieben, dass man natürlich auch immer nochmal bedenken kann, ob man sich nicht vielleicht für rund 100 Euro einen kabelgebundenen Bosch Bohrhammer kauft. Und dann hast du 2 Geräte. Das müsst ihr selber wissen. Wir zeigen ja nur, was geht und was nicht geht. Trotzdem haben wir es in die Folge smarte Werkzeuge aufgenommen, weil es natürlich grundsätzlich ein FlexiClick-System ist, was per se smart ist. Und wenn du jetzt mit so einem Gerät auch hämmern kannst in Beton, ist es schon mal eine clevere Sache. Das System gibt es ja auch im 18-Volt-Bereich, da ist es ja auch sehr erfolgreich. Hier haben wir mittlerweile schon wieder weitere Erkenntnisse. Das Video, sobald es bei uns auf dem Kanal ist, verlinken wir oben in der Infobox. Wir haben nämlich nochmal einen Ausdauertest gemacht mit mehreren Geräten, wo wir einfach Serienbohrungen gemacht haben, bis der Akku leer war. Und das war auch nochmal ganz interessant. Ein Hinweis, warum die Performance bei dem einen Aufsatz deutlich schlechter war als bei dem anderen Aufsatz. Preislich, UVP war 159, wir hatten es dann für 130 gekauft. Stand heute ist, dass es bei Amazon so für 105 Euro weggeht. Müsst ihr dann selber wissen, ob es euch das wert ist, ob es euch einen Mehrwert bringt. Nächstes smartes Werkzeug ist ein echter Kracher und zwar ein Elektriker. Werkzeugkoffer von Viha und den habe ich schon seit einiger Zeit hier in der Werkstatt. Er hat nämlich relativ schnell meine Aufmerksamkeit erregt. Das erste, was mir auffiel, war, der hat Räder. So, und diese Boxen kennt man ja, die sind so im Pellicase-Design. Es gibt ja Pellicases, dann gibt es auch einige Nachahmer. Dann gibt es zum Beispiel BW, die kommen aus dem schönen Büren, mein Geburtsort. Lokalpatriotismus ist da angesagt. Die haben wir euch auch schon mal gezeigt. Wir haben euch bei BW diesen riesen Koffer, diesen Jumbo 6700, glaube ich, heißt er, gezeigt. Auch ein sehr schöner Koffer mit Gasdruckdämpfern. Der hatte aber aus unserer Sicht, zumindest unsere Vision, 2 Schwächen. Zum einen waren die Gasdruckdämpfer ein bisschen zu schwach, wenn der richtig beladen ist. Und die Facheinteiler, die haben diese Arretierung. Und wenn du den bestückt hast und du gehst dann damit auf die Reise, dann hat sich das ab und zu losgeruckelt und auch die Einlagentrenner selber, die sind mal hochgegangen und dann war so ein bisschen Unordnung. Das ist aus meiner Sicht eine Sache, die man dann noch verbessern müsste, aber generell cooles Konzept, vor allen Dingen mit der Trolley-Funktion. Aber da haben wir so diese Skaterrollen, die eigentlich diese Pellicases haben. Wenn du jetzt Treppen hochgehen willst oder du gehst über eine Baustelle, gerade im Rohbau kennt man ja, dann hast du irgendwie Schotter, Zuwege und dann bist du mit deinen kleinen Skaterrollen auch nicht so gut bedient. Das Gerät hier nimmt das genau auf, denn du hast echt Riesenräder. So, jetzt hast du aber noch einen Knopfhoff, noch ein smartes Detail. Und zwar, du hast hier diese Beine, denn du kannst ihn als Tritt nutzen, also leicht als Erhöhung. So quasi Mini-Gerüst und da kannst du das ausklappen, aber fast nicht hier unten an. Da klemmt ihr euch nämlich ganz böse die Finger, sondern hier an dem Griff.
So, und jetzt ist es ja kein Gerüst im eigentlichen Sinne, sondern du hast nur so einen Tritt. Deswegen hast du jetzt auch nicht Vorschriften wie bei einer Leiter oder irgendwas. Ja. Aber trotzdem hast du hier eine Stufe. Kleine Stufe, damit man nicht direkt oben drauf steigen muss. Das heißt, jetzt hast du so einen kleinen Tritt, der dich in deinem Alltag, wenn du irgendwo vielleicht mal einen Rauchmelder anbringen musst auf 2,40 Meter oder so, dann kommst du vielleicht hiermit schon dran oder musst mal, was weiß ich, ein Leuchtmittel auswechseln, je nachdem. So, das heißt, haben ist besser als brauchen. Du hast jetzt zumindest schon mal den Tritt dabei, finde ich sehr elegant. Dann hast du auch hier oben diese Sicken. Diese Sicken, ja, diese ausgekanteten, wo du jetzt ein Rohr reinlegen kannst, eine Leiste zum Ablenken. Hier ist sogar noch so eine Bemaßung drauf. So, und das wäre im Prinzip schon hier das smarte Werkzeug. Gibt es gut bestückt oder gibt es als Leerkoffer? So, und wir zeigen euch mal kurz den Innenraum. Und hier haben wir auch wieder Gasdruckdämpfer. Die sind aber auch wirklich gut. Das heißt, wenn du den aufmachst, hält das Zeug auch. Die Facheinlagen sind hier aus meiner Sicht besser als beim BW. Es wirkt alles sehr hochwertig, sehr, sehr schön. Extrem hohen Haben-Wollen-Faktor, muss ich sagen. Und VIA hat relativ komplett das Ganze für einen Elektriker bestückt. Natürlich aus dem VIA-Programm. Da gibt es auch noch VIA Bits. Da gibt es auch noch hier diesen kleinen Werkzeugkoffer im Werkzeugkoffer. Wir zeigen euch den kompletten Inhalt demnächst nochmal in einem eigenen Video, weil wir haben wieder ein paar Werkzeugkoffer-Videos am Start. Wir haben in letzter Zeit wieder hier ein bisschen uns bevorratet und dann gehen wir darauf ein. Aber Koffer an sich auf jeden Fall smartes Werkzeug, aber it comes with a price, ne? Ja, also leer muss man dafür 600 aufwenden und in der vollen ab 1500. Ja, gut, aber du hast hier Qualitätswerkzeug. Hier ist auch nicht gespart worden. Und 600, wenn wir das mit dem BW mal vergleichen, ich müsste aus dem Kopf sagen, ich glaube, der liegt so um die 300, 350 so oder 400. Müsste ich jetzt nachgucken, blenden wir auch gerade ein. Ne? Das ist jetzt wirklich aus dem Kopf. Aber hier haben wir auch diese smarten Funktionen, gerade diese Trittfunktionen oder diese großen Rollen. Und ja, das finde ich schon sehr innovativ. Finde ich gut, gefällt mir. Ne? Könnt ihr auch mal schreiben unter das Video, ob euch 600 Euro für so ein Gerät dann zu viel sind oder gesagt, lohnt sich, weil benutze ich ja jahrelang und dann passt es. Smartes Werkzeug Nummer 10 ist eine Knarre oder sind ein paar Knarren beziehungsweise auch nicht Knarren. Das smarte Werkzeug ist hier das Thema, dass es manchmal eben doch auf die Länge ankommt, denn wir haben hier eine HZ-Ratsche, eine 916. Das ist die, die 1000 Newtonmeter aushalten kann. Gibt es als normale Version, haben wir euch schon gezeigt, aber jetzt hast du die Möglichkeit, einfach auch ein bisschen mehr IBAN drauf zu geben. Du hast nämlich eine Teleskopratsche. Teleskopratsche an sich haben wir ja euch auch schon mal gezeigt. Bei dieser ist es allerdings ein bisschen eine Besonderheit, dass wir eine Orientierung haben. Die wird gedreht. Entsprechend bist du stufenlos. Bei den anderen, die wir euch hier gezeigt haben, schon hast du so eine Kugelarretierung. Das ist ja das typische Werkzeug hier für einen Radwechsel. Kannst du auch verlängern, kannst du knicken und du hast auch eine Ratsche. Steht Carolus drauf. Warum? Das ist Guidoro Red heute, aber wir haben das Ding schon ein paar Jahre, glaube ich, in der Werkstatt. Das ist einfach nur für Ivan im Ärmel, ohne Ratsche. Ja. Er hält auch ordentlich was aus. Wir haben es schon mal ordentlich beansprucht. Aber der gehört eigentlich in jede Werkstatt, wenn du schon alles hast. Das ist nämlich echt der mächtige Badabum. Badabum. Ja, mächtiger, mächtiger Badabum. Teleskopratsche von BGS. Dreiviertel Zoll Aufnahme. Da geht natürlich dann schon einiges und zack, du hast einen richtig langen Hebel. Ja, sieht auf jeden Fall ordentlich aus. Und die Frage ist, was hätte ich für dieses extra an Autorität in der Werkstatt zu investieren? So um die 110 Euro. Ja, auf jeden Fall ein smartes Werkzeug. Und du hast auch schon mitgearbeitet, ne? Ja, ich habe damit gearbeitet und ich habe es lieben gelernt. Also da kommst du überall, wo du der Meinung bist, das schafft's nicht. Macht es der auf jeden Fall. Ja. Und teilweise hast du ja auch Sachen, die du mit einem Drehschlagschrauber vielleicht machst, aber da bist du natürlich schnell, dass du weniger Gefühl hast. Manchmal willst du das auch mit der Ratsche so ziehen. Ne? Manchmal will man das doch lieber machen. Wie gesagt, es ist nicht nur ein Hebel, es ist auch eine Ratsche, es ist Teleskop, es ist wunderbar. Weniger Packmaß oder es kann ja auch sein, dass du diesen langen Hebel gar nicht brauchst oder auch nicht benutzen kannst, wenn du jetzt auch ein bisschen beengt bist. Ne?
Und wenn ihr jetzt meint, es könnte was für euch sein, denkt dran, wir wollen jetzt hier keine Panik verbreiten, aber ich erinnere nur an die Brennstuhlleuchte, die regelmäßig dann ausverkauft ist. Und letztes Mal habe ich sie für 23 Euro gesehen. 23. Anfangs habe ich sie für 11,78 Euro gekauft. Ich rahme das ein, die Rechnung. Und ein besonders smartes Werkzeug ist natürlich aus unserem Haus, nämlich das BF24 Kniebrett hier in der Toolcheck Plus Edition. Wenn das mal nicht smart ist, Leute, ist auch so ein bisschen so eine Idee aus der Community geworden. Das hat mich tatsächlich auch einer gesagt, ey, wenn da jetzt noch das Toolcheck reinpassen würde. Und jetzt passt es rein. Das heißt, es sieht elegant aus. Eleganter kannst du nicht auf der Baustelle rumlaufen. Oder in der Werkstatt oder wo auch immer. Gibt es bei uns im Shop, gibt es auch die Mini-Version und es sind auch wieder die Schaumeinlagen verfügbar, zumindest ein paar. Vielleicht sind die auch schon wieder bald ausverkauft. Und ich würde sagen, geben ist seliger denn nehmen, denn getreu dem Motto, ihr kommentiert, Brockschmidt spendiert, hauen wir jetzt wieder einen raus. Was sollt ihr machen? Unter dem Hashtag smartes Werkzeug. Sag du doch mal was. Smartes Werkzeug? Ja, was sollen wir raushauen? Ja, du spendierst und ich sage, wir hauen heute mal ein Kniebrett mit Toolcheck raus. Was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst definitiv kommentieren und Anwendungsfälle für diese smarten Werkzeuge mal darunter. Mindestens drei. Eure Favoriten. Ja, du bist jetzt aber auch kreativ immer, da kommen die ja total ins Schwitzen. Ne? Ja, aber von nichts kommt nichts. Ohne Fleiß kein Preis. Ne? In diesem Sinne, macht's gut, bis dann. Denkt auch daran, mal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt, und die Playlist euch zu merken, weil die ist mittlerweile so lang. Und wenn ihr mal Langeweile habt, dann gönnt euch mal ein paar Folgen. In diesem Sinne, tschüss, macht's gut und bis dann. Ciao. Heute geht es aber wieder um smarte Werkzeuge mit zwei smarten Typen. Sehr smarten Typen. Ey, wir sind nicht smart, oder? Nee. Okay. Wir sind einige smarte Triffe. Und auch einiges. Ich kann nicht so früh drehen. Das heißt. Jetzt hast du es auseinandergenommen. Ja. Ah. Da, 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 da.